Ein Beispiel für unnötige Geschwindigkeitsbegrenzung. 50 km/h erlaubt. Ja. Draußen im Gewerbegebiet. Kein Schwanz unterwegs. Geht's kerzengerade. Und man darf hier bloß 50 fahren. Ja. Nicht normal, ne? Und es sind wenige, wo sich dran halten. Kein Schwanz unterwegs. Die andere Strecke, wo durch den Wald führt, wo ich weiß nicht, wie viele Kurven drin, da darf man mit 70. Aber hier die, ja, wo kein Mensch oder wenige unterwegs sind und die auch besser ausgebaut ist, die ist mit 50 begrenzt. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Sagt mir das, gibt mir eine Antwort. Der Verkehrsminister. Ne, ab und zu mal ein oder zwei LKWs, ja. Schrott. Absoluter Müll. Ah, und die Kamera wackelt. Aber das ganze Auto wackelt. Jetzt habe ich keinen hinter mir. Normalerweise werde ich dann immer bedrängt. Von hinten. Weil sie noch nicht wissen zu überholen. Absoluter Scheiß. So macht Autofahren einfach keinen Spaß mehr. Ich habe ja schon nicht viel PS unter der Haube. Es sind ja nur 125. Ja, jetzt stell dir vor, du hättest einen Porsche, einen Ferrari, einen Maserati. Und müsstest so durch die Gegend schlurfen. Grausam. Und jetzt kommt die hässlichste Puffmutter der Welt hier mit ihrem weißen Kombi. Absoluter Dreckstall. Da steht ein weißes Auto, wieso auch immer. Muss man mal abschauen.